Die Emmenschlange ist losgebrochen. Gebrochen durch die steinernen Wände, wohin du sie gebannt tief in der Berge Schoß. Die Emmenschlange, deren Stimme den Donner überwand und der Lawinen tosen. Grau und grausig aufgeschwollen, durch 100 abgeleckte Bergwände stürzte sie aus den Bergesklüften unter dem schwarzen Leichentuche hervor. Man hörte sie, ehe sie kam, lief an die Ufer, auf die Brücke. Da kam sie, aber man sah sie nicht, sah anfangs kein Wasser, sah nur Holz, das sie vor sich herzuschieben schien, mit dem sie ihre freche Stirne gewappnet hatte, zu desto wilderem Anlauf. Mit Entsetzen sahen sie wiederkommen, so schwarz und hölzern und brüllend, und immer höher stieg das Entsetzen, als man Hausgeräte aller Art daherjagen sah. Man sah Wogen spritzen, Tannen im Wasser sich bäumen, riesigen Schlangen gleich, sah ganze Bäume ihre Äste hervorrecken aus dem flimmernden Wellenschaum. Man glaubte, Kraken ihre ungeheuren Arme ausbreiten zu sehen in dem ungewohnten Wasser. Bald verhüllte der Mond sich wieder, ergraut darüber, was seine Strahlen enthüllten, und das ganze Bild versank in schwarze Nacht. Das Hochwasser war für uns immer gefürchtet, obwohl ich hier aufgewachsen war. Und es macht Angst und gleich ist mir jetzt beruhigt, weil jetzt ist ja der Damm erhöht und wir müssen nicht mehr Angst haben. Wir können beruhigt vom Schlafzimmer auf den Damm schauen und schauen, wie sie kommt. Und früher hat mein Vater und nachher auch mein Bruder auf dem Stegung, wo war, sind sie Holz stechen. Das heisst, wenn das Holz kam, haben sie mit einer Gabel probiert, das Holz rauszufischen. Und es war lebensgefährlich, weil das Wasser ist ihnen über die Schuhe gelaufen, auf der Brücke. Und sie haben das einfach gemacht. Wir haben, glaube ich, nie Holz kaufen daheim. Unser Vater, jedes Mal, wenn die Emme hoch kam, ist er Holz stechen. Und manchmal ist er nicht arbeiten, weil er gesagt hat, die Emme kommt. Und dann waren sie schon bereit auf der Brücke. Als ich im Jahre 1813 im Niedergerlafinger Schachen an den Ufern der Emme ein Hammerwerk in Betrieb nahm, war ich mir der Gefahren der Emme durchaus bewusst. Da war aber auch viel Nutzen des Standorts. Eine günstige Abfuhr für Roheisen und Schlacken, das Vorhandensein von Wasserkraft für Gebläse, ein billiger Preis des Landes für Gebäude und Werkplatz, wie auch für Zu- und Ableitung des Wassers. Und natürlich nutze ich den Flussweg, um die großen Mengen des zur Verkohlung benötigten Holzes aus dem Emmental oder Seeland zum Werk zu führen. Schon 1818 hat man hier in Gerlafingen Roheisen zu Stahl gefrischt und geschmiedet. Und sogar noch zu Lebzeiten von Ludwig von Roll ist 1836 das erste Walzwerk in Betrieb genommen worden. Wo wir früher mit Wasserkraft und Holzkohle die Energie erzeugt haben, wird heute Elektrizität und Erdgas eingesetzt. Das Stahlwerk hat, denke ich, für die ganze Schweiz eine relativ grosse Bedeutung. Die Stahl Gerlafingen AG ist der grösste Recyclingbetrieb in der ganzen Schweiz und spielt damit eine sehr bedeutende Rolle in einer Kreislaufwirtschaft, die wir für die Zukunft anstreben müssen. Also wir müssen anstreben, unseren Rohstoffkonsum zu minimieren und das zwingt uns eben, viele Materialien in den Kreislauf zu führen. Und in Bezug auf Metall und Stahl spielt hier damit Stahlwerk eine ganz zentrale Rolle für die Schweiz. Die Emmenschlange wird immer wieder brüllen. Wird sie das Schachenland in den reißenden Wassermassen verschlingen, wenn ein Gewitter, starke Regenfälle und plötzliche Schneeschmelzen im Bernbiet den Fluss auf das Hundertfache anschwellen lassen? Man hat bei diesen Hochwasserabflüssen 05 und 07 gemerkt, die Hochwasserschutzdämme länger gerade noch so knapp. Die Ufersicherungen, die man eben Ende des 19. Jahrhunderts und in den Folgejahrzehnten gemacht hat, kommen dann zum Ende ihrer Lebensdauer. Weil dann nachher aufgrund von dem die 6,5 Kilometer oder Emme aufteilt in zwei Etappen, in einen Oberabschnitt
der vor allem aufgrund des höheren Schadenpotenzials dringender war als nachher die unteren 5 Kilometer. Und hat dann im 2010 angefangen mit der Realisierung von der ersten Etappe in Biberist-Gerlafingen. Währenddem man oben gebaut hat, hat man im Unterabschnitt nicht einfach die Däume gedreht, sondern man hat die Planung vorantrieben und hat schliesslich im 2016 für den 4,5 km langen Abschnitt die Plangenehmigung und den Kredit in die Tasche gehabt. Und im gleichen Jahr sind auch die Bagger aufgefahren. Als erstes hat man mal die Kläranlage von der ehemaligen Papier ins Biberist abgerissen. Dort fließt heute Dämme. Dann hat man während rund anderthalb Jahr 3 Deponien saniert. Dort haben wir heute Flussaufweitungen, Überflutungsflächen. Und dann während 2018 bis 2020 ist man nachher in die Wasserbauarbeiten eingestiegen, wo man der Emme definitiv und abschließend ihr neues Gesicht verpasst hat. Der Umfang dieser Arbeiten war, dass wir auf 5 km Länge beidseitig den Uferverbau ergänzt haben. Für die Ausführung haben wir rund 2,5 Jahre gebraucht. Da sind 42'000 Tonnen Stein zugeführt worden mit der Bahn, noch etwa 8'000 Tonnen per LKW zusätzlich und die sind in den Ufer verbaut worden. Zusätzlich sind noch 30'000 Tonnen Stein aus den Ufer ausgebaut und wieder verbaut worden. Es sind ca. 10'000 Raummeter Holz aus der Rodung entstanden, die wir nachher auch wieder verbaut haben. Plus haben wir etwa 400'000 Kubik Erdmaterial verschoben. Dämme bauen damit, teilweise Inseln bauen damit. Also ich habe die Dämme vorher gar nicht gekannt. Aber es war interessant zu sehen, wie schnell das Wasser kommen kann. Ich kann mich gut erinnern, wie wir am Morgen früh noch kurzfristig die Arbeiten einstellen mussten, weil einfach unerwartet das Hochwasser kam. Einen Lachs wird dieser Fischer heute nicht aus der Emme ziehen können. Wenn er wüsste, dass es Tage gab, an denen sich unsere Mägde beschwerten, dass sie ständig Lachs essen mussten. Die Emme war früher ein hart verbauter Fluss bis vor wenigen Jahren. Heute ist die Emme aufgeweitet worden, sie ist naturnah und sie weist heute vor allem wieder eine höhere Dynamik aus. Das heisst, die Lebensräume an der Emme die können sich wieder selbstständig erneuern. Wir gehen davon aus, dass bis vor 100 Jahren in dem Bereich, wo wir sie Lachse gelebt haben, alte Verbreitungskarten zeigen, dass der Unterlauf der Emme früher auch vom Lachs besiedelt worden ist. Das heisst, bis hier, auch bis Biberist, sind vermutlich früher Lachsen aufgestiegen. Noch immer stehen schöne Wälder entlang der Emme, wie damals, als ich das geflößte Holz in Gerlafingen zu günstigem Preis aus dem Emmental abführte. Die Solothurner wussten ihr Holz zu schützen. Groß waren die Gefährte, oft geführt von 2 bis 3 Mannen, die mit ihren Stacheln das Holz an Brücken und Uferbauten vorbeiführen mussten. Also wir stehen jetzt hier in Lutherbach im Wald und da haben wir im 2005 und 2007 ein extremes Hochwasser gehabt mit Wasserabflüssen von über 600 Kubik pro Sekunde. Es hat hier den Wald überschwemmt gehabt. Wir haben im Wald innen Schäden gehabt mit Sang, also Schwemmsang, der hier reingekommen ist. Wir haben zwischen 1 bis 1,50 Meter Hochwasser hier im Wald innen stehend gehabt. Hier ist jetzt das Ufer unterspült. Durch das hat der Baum, der an der Böschung oben gestanden ist, den Halt verloren, ist in die Emme gekippt. Das ist eigentlich ein sehr gewünschter Effekt, weil wir hier einen Lebensraum kreieren können. Vor allem für die Vögel, die hier rasten können, aber auch für die Fische, die sich hier drinnen verstecken und Nahrung suchen können. Am Ufer der Emme finden sich ganz viele Larven. Larven von Fleugen, von Uferfleugen. Man findet sie am besten, wenn man die Steine umdreht
Sie leben 1 bis 2 Jahre. Sie die sich nachher verpuppen und fliegen aus Fliegen aus. Besonders schön finde ich Köcherfliegen. Ich habe sie hier gezeichnet. Die Köcherfliegen, die legt ihr Ei auch ins Gewässer, meistens in ein Fliessgewässer. Aus dem Ei schlüpft ein Larven. Das Larven, das ganz klein ist, baut nachher mit Sandstückli oder mit Holzstückli sicher Köcher bauen. Also die Jahreszeit für die grossen Larven zu finden, ist eigentlich im April, im Mai. Und nachher fliegen sie meistens aus. Hier an der Emme sind wir in einer sehr stark industrialisierten Region. Die starke Industrialisierung hat dazu geführt, dass hier blühender Wohlstand war. Und das wiederum hat dazu geführt, dass auch entsprechend Abfälle angefallen sind. Hier die Deponie Schwarzweg hat man auf etwa 20'000 Quadratmeter etwa 150'000 Tonnen Abfälle abgelagert. Es ist eine der ganz grossen Deponien an der Emme. Und jetzt im Rahmen des Renaturierungsprojekts hat man die Deponie saniert. Das war eine Altlast. Die hat Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem auf das Oberflächengewässer und das Grundwasser. Die haben wir sanieren und ich bin froh, dass wir das jetzt in diesem Rahmen machen können. Und das Ganze hat ungefähr 11 Millionen Franken gekostet. Von der Kehrichtdeponie zum arkadischen Emme-Strand ist der Titel von diesem Projekt, das ich realisieren konnte. Wo jetzt das Grundgerüst fertig ist von diesem Landart-Thema. Es hat sich bereits das eingestellt, was wir erhofft haben. Die Pflanzen sind selber gewachsen. Und wir sehen das ganze Ufer mit den Rohrkolben von diesen Schilfpflanzen. Der Spiegel vom Himmel, von der Insel, vom Gröll. Der Abschluss von dieser Deponie, quasi ein Mahnmal. 80 Säulenpappeln, die das ganze Gelände umschliessen und quasi wie einen Vorhang zumachen. Das ist eine optische Abgrenzung zu dem industrialisierten und dem Wohngebiet, das hier ist. Es ist aber auch wieder die Poesie vom Baum, von der Pappeln, wo auf den kleinsten Windstoss reagiert mit dem Rascheln der Blätter. Durch das, dass man jetzt mit dem Emme-Projekt der Emme mehr Platz hat gegeben, sind natürlich auch Flächen dazugekommen, die vorher noch nicht unter Wasser gestanden sind. Durch das hat jetzt die Emme mehr Möglichkeiten, mit dem Grundwasser zu interagieren. Im ganzen Grundwasserkörper haben wir Messstellen aufgebaut, wo wir Pegel gemessen vom Grundwasser, wir haben die Leitfähigkeit angeschaut und mit diesen Werten haben wir dann eine Aussage treffen, wie die Interaktion zwischen Grundwasser und Emme genau aussieht. Nur noch wenige Fabriken erinnern heute an die florierende Industrie entlang der Emme, die mein Mann einst mit dem Bau des Stahlwerks startete. Transportwege, Brücken und Kraftwerke entstanden. Ob die unbeständige Emme die zunehmenden Bedürfnisse der Industrie nach Energie und Sicherheit decken konnten? Wir bauen hier das älteste betriebsfähige Elektrizitätswerk am Emmenkanal der Öffentlichkeit zeigen, Baujahr 1888. Und gleichzeitig haben wir hier im Hintergrund den grossen Industriedieselmotor von 1911. Wo früher wie das Kraftwerk zur ehemaligen Kammgarnspinnerei in diesen Dingen gehört hat. Interessant ist auch zu sehen, dass zur Zeit noch von Ludwig von Roll, er ist 1839 gestorben, er hat also die ganz grosse industrielle Entwicklung von seinem Unternehmen dann schlussendlich nicht mehr weiterverfolgen können. Die Kammgarnspinnerei in diesen Dingen hat um 1910 herum ungefähr 1'100 Leute beschäftigt. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich mit der ganzen Maschinerie, die das gebraucht hat, unvorstellbare Kräfte gebraucht hat. Und das Kraftwerk von der ehemaligen Kammgarnspinnerei, das heute privatisiert ist, das immer noch läuft, natürlich modernisiert, das Kraftwerk, das hat das grösste Gefälle. Das hat über 7 Meter Gefälle. Und das kann ungefähr 700 bis fast 1000 Kilowatt, wie man heute sagt, nutzen. Hier ist man natürlich beim Wasserkraftwerk, hat man das auch können. Aber wenn die Emme gestreikt hat, und die hat schon immer einmal gestreikt, ist halt das vielleicht auf die Hälfte oder auf ein Viertel zusammengeht. Die Emme hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Wenn wir vor 200 Jahren hier gestanden wären, dann wäre sie wesentlich breiter gewesen.
in diesem Gebiet 100 bis 200 Meter hat sie betreut. Und nachher mit der Korrektion hat man sie eingegangen, auf eine Bettbreite noch von vielleicht 25 Meter. Damit sind die vielfältigen Strukturen, die sie früher hatten, mit Bänken, mit Kölk, das sind so Tiefstellen, die sind verschwunden und man hat nach der Korrektion nur noch eine ebene, eine flache Sohle gehabt. Und jetzt möchten wir wieder zurück zu einem vielfältigeren Grin. Wir haben die Dämmen jetzt wieder aufgeweitet, wie wir hier sehen. Und wir rechnen damit, dass in Zukunft eigentlich die Emmen noch breiter wird und dass eben damit wieder die vielfältigen Strukturen, die wir sehr erwünscht sind, sich werden bilden. Wir stehen hier am Kiessammler am Emmenspitz. Neben dem Schwemmholz wird auch Geschirr transportiert. Pro Jahr sind das ziemlich grosse Mengen. Das beträgt etwa gegen 14.000 Kubikmeter pro Jahr, die hier im Mittel ankommen. Das Käse, das kann Probleme verursachen, wenn es in die Aare raus transportiert wird, weil in den Aarenossen geht es nicht weiter, wegen dem Aufstau des Kraftwerks Blumenthal. Darum hat man schon früh hier angefangen, das Käse rauszunehmen. Und dann in den 1969 hat man einen Kässammer gebaut. In dem Kässammer, der hier hinter uns liegt, lagert sich das Geschirr ab und dann wird es jährlich entnommen. Ob unser Schloss, welches wir damals zum Erhalt der Fabrik von Roll verkaufen mussten, noch stehen wird? Wie wird die Region besiedelt sein? Wie wird sich die Natur- und Tierwelt verändern? Renaturiert? Revitalisiert? Wohin wird sich der Emmespitz verschieben? Wald und Wasser waren bevölkerter als jetzt. Schon damals belebte die Forelle die klaren Bäche und größer und mächtiger als jetzt. Der Lachs stieg zur Laichzeit die Bäche herauf, hellen Kies suchend für seine Nachkommenschaft. Das Wildschwein fand sich häufiger als jetzt der Hase. In Rudeln strich das Reh durch den Wald, weidete auf den Fluren. Stolze Hirsche brachen durch die Büsche, schwammen durch die Flüsse, verschwanden, wenn Hunde an sie setzten, in des Juras dunklen Klüften. An Wild und Fischen hatten wir also keinen Mangel.